Hallo euch allen, da sind wir wieder beim Madden NFL 20. Wir sind zurück in der Most Feared Reihe. Just Plain Betty, 3-Sterne-Herausforderung. Wir dürfen in dem Drive, der vor uns liegt, maximal 40 Yards zulassen. Wir kriegen einen Bonusstern, wenn wir nur maximal 3 Completions zulassen. Und den fünften, wenn wir einen Fumble recovern. Oh, das wird ja schon wieder hart. Der Ball ist an der 35-Yard-Linie. Haben die Bats den Ball? Ich muss auf Strip Ball of Aggressive gehen. Und gleichzeitig versuchen wir mal zu blitzen. Mit dem Mitblitz. Erster und 10. Laufversuch. Ach, das liebe ich so. Ein Face Mask. Also direkt mal 10 Yards obendrauf. Oh, 15 Yards sogar. Heilige Mutter. Erster und 10 an der 42-Yard-Linie damit. Wir bleiben aber... was? Ich war jetzt gerade etwas schockiert, dass ich meine Field Goal Unit auf dem Feld hatte, also Defense-Aufstellung. Ich dachte eigentlich, dass er den letzten Blitz mit übernommen hat, aber durch die Strafe hat das nicht gezählt. Erster und 10 an der 42. Man in Motion. Viel Druck. Ein schöner, harter Hit, aber der Receiver hält den Ball fest. So, jetzt können wir über die zuletzt ausgewählten Spielzüge gehen. Wir bleiben bei dem Mitblitz. Das ist die beste Chance, den Fumble zu forcieren. Lauf durch die Mitte, schön gestoppt hier von Fander Ash. So, und damit haben wir einen dritten Versuch und 5 an der 37. Vollständiger Pass. Ja, Cam Newton findet seinen Receiver, aber das ist kein First Down. Jetzt schicken sie ihre Field Goal Unit aufs Feld. So, der Ball ist frei. Oh, und dann wird er gecovert. Das wäre es gewesen. Das wäre der Fumble gewesen. So kriegen wir nur 4 Sterne. Ja, das finde ich schade. Den 5 nette ich schon gerne. Deswegen probieren wir es doch nochmal. So, wir bleiben bei unserer Blitzattacke. In der Hoffnung, irgendwann mal zu Cam Newton durchzukommen. Erster und 10 an der 35. Aber sie laufen. Und das nicht gut. So, zweiter Versuch und 9. Cam Newton unter Druck. Da ist der Fumble. Oh, dann, mein Gott, die Marcus Lawrence, wie ein alter Mann, da kann Cam Newton seinen eigenen Fumble recovern. Alter, oh Gott, ich glaube nicht, was ich hier teilweise sehe. Dritter und 17 an der 28. Was war denn das für ein Pass? In höchster Not wirft Cam Newton so einen Ball. Und damit haben wir die Challenge gefailt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Also wir haben gesehen, wir können einen Fumble erzwingen. Das haben wir auf jeden Fall geschafft. Jetzt müssen wir halt nur noch schaffen, den auch mal vielleicht zu recovern. Cam Newton wirft vollständig an die 49-Yard-Linie. 14 Yards Raumgewinn. Eine von 3 Completions haben die Bats damit geschafft. Laufen jetzt durch die Mitte und da ist der Fumble. Recovered von Sanders. Provoziert von Tillman. Und das jetzt dürften wir alle 5 Sterne haben. 1, 2, 3. Stern Nummer 4 und Stern Nummer 5. Maximum Stars geholt in dieser Challenge. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.